ein verregneter Tag am Hafen in Überlingen. Morgen! Ausnahmsweise ein eher entspannter Tag für Hafenmeister Marc Lenz. Denn an normalen Tagen im Sommer sieht sein Alltag eher so aus. Ein Hafenmeister in Überlingen ist natürlich für den Hafen zuständig, dass da alles läuft und funktioniert. Hat sehr viel mit Gästen zu tun und mit den eigentlichen Hafenliegern, die ihre Boote hier während der Saison liegen haben. Ja. Sommer bedeutet nämlich Hochsaison. 6.30 Uhr startet der Tag, alles wird in Schuss gebracht. Nach und nach kommen die ersten Gäste an, bis zu 15 bis 20 Boote am Tag. Mit Längen von bis zu 12 Metern und das aus allen Teilen des Bodensees. Fahren rein und raus. Dann klingelt auch noch das Telefon und der Nächste möchte wissen, wo denn der Bäcker ist oder wie man das Boot richtig sichert. Im Prinzip ist Marc Lenz also Mädchen für alles. Ja, man ist Mädchen für alles. Manchmal ist man auch Kindergärtner oder Psychologe oder was auch immer, ja. Sehr vielfältig. Denkt man bei einem Hafenmeister vielleicht typischerweise erstmal an einen alten Seebären, der selbst jahrelang auf hoher See zugebracht hat, sind heute eher andere Bereiche wichtiger. Also heutzutage würde ich sagen, er muss natürlich sich mit der Technik auskennen. Er muss grundsätzlich mal wissen, wie so ein See funktioniert. Deswegen haben ja auch alle Hafenmeister ein Bodenseeschifferpatent. Er sollte sich mit dem Wetter auskennen, mit den Booten auskennen. Und vor allem muss er sehr darauf eingehen, was denn die Menschen für Bedürfnisse haben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel verschiedene. Und da gibt es auch mal welche, die haben vielleicht vielleicht auch mal schlechte Laune. Und da ist es natürlich auch zwingend notwendig, das ist ihre Freizeit, dafür ein bisschen Spaß zu sorgen und dass sie eben sich wohlfühlen im Hafen. Ist der Hafenmeister mal unterwegs, in der Pause oder es ist Dienstag, der einzige freie Tag der Woche, dann können Gäste sich trotzdem anmelden. Einfach Name, Dauer des Aufenthalts und Stegnummer eintragen. Natürlich kommt es auch in einem eigentlich ganz normalen Sommer am Überlinger Hafen zu ungeplanten Situationen. So auch das eine oder andere, was den Hafenmeister zum Schmunzeln bringt. Zwischenmenschliche Dinge, die da auf einem Boot passieren, die bekommen wir dann natürlich auch mit. Das sind natürlich viele Pärchen auf dem Schiff. Ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht, das weiß man ja manchmal auch nicht so. Aber wenn es eben für viele ist es eine Stresssituation, wenn es ans Einwassern geht oder auch Auswassern geht. Oder generell, wenn sie im Hafen sind und festmachen wollen. Und da wird der Ton dann eben schon manchmal zwischen Mann und Frau ein bisschen rauer und lauter. Und das bekommt man natürlich dann auch mit. Aber das ist eigentlich normal. Normales Hafenkino, das behält man natürlich für sich. Aber auch Unfälle wie Boote, die durch die Stürme beschädigt werden oder bei der eigentlichen Instandsetzung von Stützen fallen, können passieren, wie Hafenmeister Marc Lenz sich erinnert. Also diese Geschichte ist jetzt extrem, würde ich sagen, aber viele, viele andere Dinge, Missgeschicke oder irgendwelche anderen Dinge, kommt schon recht häufig vor. Und trotz Stress, diversen Komplikationen und unregelmäßigen Arbeitszeiten ist Marc Lenz gerne Hafenmeister in Überlingen. Ja, was gibt es denn Schöneres als dieses Plätzchen? Ein Hafen ist ja, also gerade auch dieser Hafen ist ja ein toller Hafen, ein schöner Hafen. Kommen sehr viele verschiedene Menschen, die wollen hier ihre Freizeit erleben. Und es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ab Mitte November geht's dann aber erstmal in die wohlverdiente Pause für Marc Lenz und seine Kollegen, bevor dann Mitte März wieder das Seeleben und der Hafenmeister-Alltag erwacht.